Herr Kirstein, Sie haben Bundesliga gespielt, zweite Liga gespielt. Was verschlägt Sie jetzt ins Training eines Viertligisten? Ja, erstmal, dass ich einen Anruf bekommen habe, ob ich mir vorstellen könnte, einfach mal in Trier ein bisschen zu trainieren und hier auch vielleicht zu spielen. Dann habe ich gesagt, natürlich, ich war jetzt ein halbes Jahr raus. Meine letzte Station war ja in Rumänien, habe da Fußball gespielt und mir war es eigentlich egal, wo es mich hinschlägt. Hauptsache einfach mal wieder Fußball zu spielen, weil dieses halbe Jahr ohne Fußball war für mich schon. War nicht so auf jeden Fall. 18 Jahre bist du Profi und ein halbes Jahr jetzt mal raus, ist dann schon komisch. Mhm. Wie sind so die ersten Eindrücke hier in Trier? Also sind schon positiv. Also eine junge, wilde Mannschaft, glaube ich, so, und die hier potenziell, glaube ich, jetzt auch mal rausholen können. Ne, und muss natürlich viel gearbeitet werden noch so, aber so ist eine gute Truppe. Sie haben es angesprochen, ein halbes Jahr jetzt vereinslos gewesen, im Sommer auch mal Probetraining gemacht in Lotte. Was haben Sie die letzten Monate gemacht und wie haben Sie sich fußballerisch fit gehalten? Nee, ich habe selber meine Läufe gemacht, meine Stunde. Also ich kenne ja, wenn man so lange Profi ist, weiß man ja seine Abläufe, wie du im Urlaub da, kriegst ja vom Verein ja auch vorgegeben, wie du laufen sollst. Und ich habe mich ja nicht nur in Lotte mal fit gehalten, sondern auch in Aalen habe ich mich fit gehalten. Und sonst so habe ich einfach, wie gesagt, meine Läufe gemacht und so habe ich mich einfach fit gehalten. Aalen haben Sie früher auch schon gespielt. Man hört, dass auch jetzt wieder Interesse besteht. Was sind denn so jetzt Ihre Ziele? Wo würden Sie gerne in Zukunft wieder spielen? Das kann man jetzt eigentlich noch gar nicht sagen. Natürlich, wenn es mit Trier passt, dann würde ich natürlich hier spielen. Ne? Das ist, man muss dann natürlich über alles besprechen und ob Sie sich auch vorstellen können mit mir. Deswegen bin ich auch hier, um einfach vorzuspielen. Und der Rest wird dann sich dann selber entscheiden. Gehen Sie nun zu einem Verein, wo Sie auf jeden Fall auch die Nummer 1 sind oder würden Sie sich auch auf die Bank setzen? Also ich glaube, dass ich jetzt 18 Jahre Profi war und ich nicht auf die Bank setzen möchte. Ne? Ich komme hierher, um zu spielen, ne? Und der Rest muss dann der Trainer entscheiden.